Salongespräche mit Dr. Vera Hoffmann und Hans-Ulrich Otto. Ich begrüße euch alle recht herzlich zum zweiten Teil unserer Jubiläumsausgabe. Dieses Gespräch möchte ich einem Thema widmen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und nein, es geht ausnahmsweise nicht um Mindset, hätte man ja meinen können. Wobei so ein bisschen vielleicht schon. Es geht mir heute um die Einstellung, unsere Einstellung gegenüber den Rechtsanwaltskammern. Also könnte man auch sagen, ich will unser Kammer-Mindset so ein bisschen pushen. Ich persönlich glaube, dass viele Kolleginnen und Kollegen Vorurteile, Berührungsängste gegenüber den Kammern haben. Und vielleicht liegt das daran, dass die Kammern für euch kein Gesicht haben. Und es bietet sich doch an, das heute zu ändern. Von den Kammern gehört habt ihr bei mir im Podcast schon ganz viel aus der Kammer Freiburg, aus der Kammer Nürnberg. Ganz liebe Grüße an Katja und Tillmann an der Stelle. Gerade in der letzten Folge, in der Folge 99, konntet ihr unter anderem hören, wie bunt es in der Kammer Hamm zugeht. Und die Kammer Hamm wird auch heute, wie so oft, bei mir wieder eine tragende Rolle spielen. Rechtsanwalt und Notar Hans-Ulrich Otto, Präsident der Kammer Hamm, gehört bei mir quasi ja schon irgendwie ein bisschen zur Wohnzimmereinrichtung oder heute eben zur Saloneinrichtung. Ganz, ganz frisch und zum ersten Mal dabei, aber sicher nicht zum letzten Mal, Dr. Vera Hoffmann. Nicht zum letzten Mal, das kann ich jetzt schon sagen. Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Berlin. Ich stelle euch beide zu Beginn ganz kurz vor. Dr. Vera Hoffmann war 11 Jahre Vizepräsidentin und ist seit diesem Jahr, seit März, Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Berlin. Vera ist Fachanwältin für Miet- und WEG-Recht und Fachanwältin für Strafrecht. Und sie ist Mitglied in unserem Ausschuss Strafprozessrecht. Hans-Ulrich Otto ist Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Arbeits- und Sozialrecht. Er doziert in Sachen Arbeits-, Sozial- und Gebührenrecht und ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Bundesrechtsanwaltskammer zur Sicherung des Rechtsstaats. Und es ist ja heute die 100. Folge, das heißt, ihr habt euch mit eurem Support so ein kleines Goodie verdient und deswegen dachte ich, ich verrate euch heute mal den Spitznamen von Hans-Ulrich Otto. Der ist nämlich Oz. Eigentlich mit Z, also mit einem deutlich hörbaren Z. Ich als alter Metalhead kriege das nicht hin. Ich sage immer Oz und ich verrate dir jetzt auch noch ein Geheimnis. In Gedanken nenne ich dich ganz oft liebevoll Ozzy. Oh, es tut mir leid, oh. Oz. Ist das ein Vorteil, ist die Frage. In diesem Sinne, liebe Vera, lieber Oz, ich bleibe dabei. Schön, dass ihr heute da seid und Zeit habt, ein bisschen mit mir zu plaudern. Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ja. Ich komme gern, bin gern gekommen. Ich glaube, vielleicht machen wir uns noch so ein bisschen, ich habe jetzt hier die Jacke abgelegt, machen wir uns ein bisschen warm. Ich würde sagen, wir machen zu Beginn so ein kleines Kammer-Battle. Hamm versus Berlin. Okay. Ich rufe einfach so ein paar Fragen rein und dann würde ich sagen, jedes Mal Ladies first, Vera du zuerst, dann du aus und dann gucken wir mal, welche Kammer vorne liegt. Ich würde gern wissen, wie viele Kammermitglieder habt ihr? Wir sind jetzt über 15.000, 15.200, so roundabout. Hat sich seit Januar echt noch was getan, ne? Mhm. Und ihr? 13.726. Ja. Gefragt, gewagt. Das ist typisch Kammer Hamm. Wen es interessiert, der kann bei uns immer zum Stand Januar eines Jahres auch die Mitgliederzahlen nachgucken. In dem Fall jetzt 1:0 für Berlin. Dann würde ich gerne wissen, wie viele Amtsgerichte gibt es in eurem Kammerbezirk? 12. 77. Dann sind wir jetzt beim Unentschieden. Wobei, das war natürlich, euer Bezirk ist echt groß, ne? OLG-Bezirk. Vielleicht war das auch nicht so ganz fair. Trotzdem Unentschieden. Dann Anzahl eurer Vorstandsmitglieder? Regulär 29, aber wir sind momentan 28. 30 und wir sind auch 30. Okay. Na, das musste der noch mal einmal so nachgepult. Okay, 2:1 für Hamm. Dann, wie viele Frauen sind bei euch unter diesen Vorstandsmitgliedern? 12. Ich fürchte, wir hätten unentschieden. 12. Das ist jetzt blöd. Wobei, nee. Also da muss man ehrlich sagen, den Punkt gebe ich nach Berlin, weil 12 aus 28 oder 29 ist immer noch schicker als 12 aus 30. Ehrlich gesagt will ich auch so ein bisschen, dass es unentschieden ausgeht, weil dann gibt es nach der Sendung einfach keinen Streit. Das finde ich so ein bisschen nett. Wir bleiben mal unentschieden.
Jetzt haben wir uns ein bisschen warm gemacht. Ich glaube, jetzt könnten wir ans Eingemachte gehen. Ich würde heute Abend sehr gern ein bisschen mit Klischees aufräumen. Das mache ich nämlich wahnsinnig gern. Ich glaube, zu einem Klischee oder zu einem Vorurteil braucht man gar nichts mehr sagen. Man hört ja ganz gelegentlich mal, Rechtsanwaltskammern, das seien so spießige Herrenvereine. Ich glaube, hier auf dem Podium ist heute keiner spießig. Eine Frauenquote brauchen wir auch nicht. Und laut Kammerbattle, haben wir ja gerade eben gesehen in den Vorständen, sind ja auch durchaus weibliche Vertreterinnen. Wie sieht es denn mit einem anderen Klischee aus einer Behauptung wäre, man hört immer wieder, dass Kammern eigentlich nichts anderes sein als Verfolgungsorgane, speziell für die Anwaltschaft. Ja, also übrigens bezogen auf die Frauen würde ich schon sagen, dass es da noch ein bisschen Luft nach oben geht. Da ist Luft nach oben, aber es ist immerhin. Also wir sind ein Drittel der Frauen sind Anwälte und insofern also sowohl auch vor allen Dingen in den Vorständen und in den HVs, die Frauenquote könnte schon besser sein. Aber ja, zurück zur Frage. Naja, ich glaube, es ist einfach so, dass man in der Regel immer das Unangenehme sieht. Ja? Also die Kammern machen unglaublich viel, die machen auch viel Service und stehen bereit. Aber letztendlich liegt es, glaube ich, in der Natur der Sache, dass die Kammern sind nun mal Selbstverwaltungsorgane, also auch für die Überwachung der Berufspflichten zuständig und das wird naturgemäß als unangenehm empfunden. Das glaube ich ist schon ganz normal, leider. Liegt natürlich auch an der Öffentlichkeitsarbeit, auch da ist Luft nach oben. Da ist Luft nach oben ist ja sowieso immer überall, Vera. Aus was glaubst du, teilst du die Aufsicht, was glaubst du, woher kommt diese manchmal doch sehr negative Einstellung gegenüber den Kammern? Ich glaube, das liegt daran, dass sich die Kolleginnen und Kollegen da nicht ausreichend mit beschäftigen. Wenn sie sich mal Gedanken machen würden über die Vorzüge der anwaltlichen Selbstverwaltung, dann würden sie eine andere innere Einstellung zur Kammer entwickeln. Weil über den Nachteil, da macht sich offenkundig keiner so richtig Gedanken. Stellen wir uns mal vor, es gäbe diese Selbstverwaltung nicht. Was wäre denn dann? Staatliche Aufsicht. Die denkbar schlechteste Lösung. Also können wir im Prinzip als Anwältinnen und Anwälte mit unseren Kammern top zufrieden sein als Einrichtung. Ob wir sozusagen alle Vorteile, die wir haben, immer ausspielen, ist eine andere Frage, aber vielleicht vertiefen wir das ja noch. Davon kannst du ausgehen. Also mit der Staatsferne lässt sich ja jedenfalls nicht vereinbaren, dass wir unter staatlicher Aufsicht gestellt werden. Ich glaube, da kann kein Zweifel dran sein. Was ich übrigens ganz witzig finde, wäre, dass man aus der Anwaltschaft gelegentlich, wenn man für eine Kammer arbeitet, eben den Vorwurf kriegt, ja, Verfolgungsbehörde. Von nicht-anwaltlichen Beschwerdeführern kriegst du ja immer genau den umgekehrten Vorwurf. Das ist mir ganz oft so gegangen in Hamburg. Da wurde immer gesagt, wenn du ein Beschwerdeverfahren eingestellt hast, war ja klar, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Jetzt mal ganz ketzerisch, was denn nun wäre? Also sind die Kammern jetzt perfide Anwaltsschikane-Einheiten oder doch eher Schutzorganisationen für unlautere Anwälte. Weil ich meine, das sind ja die beiden Vorwürfe, die gleichzeitig erhoben werden. Ich habe das jetzt bewusst so ganz ketzerisch formuliert. Geht euch das in Berlin auch so? Kriegt ihr auch genau diese beiden diametral sich gegenüberstehenden Vorwürfe? Ja, auf alle Fälle. Also es ist, also ich würde natürlich antworten, weder noch. Ne? Das ist ziemlich klar. Aber trotzdem, es ist eben so, es ist genau das, was ich auch eben schon sagte, es ist halt so ein bisschen schizophren. Wir sind halt beides. Wir machen Interessenvertretung und setzen uns für die Anwaltschaft ein und gleichzeitig müssen wir aber eben auch die Einhaltung der Berufspflichten überwachen. Und also ich, also zum Beispiel hat mich mal einen Kollege angerufen, der hatte dann eben ein Beschwerdeverfahren, weil eine Richterin sich über ihn beschwert hat, weil er sich in dem Gerichtssaal falsch verhalten hatte. Und das war ganz berührend, wie er dann so zu mir sagte, naja, aber ihr seid doch meine Kammer, ihr müsst euch doch vor mich stellen, ihr müsst euch doch mich vor diesen Beschwerden beschützen. Und da sind wir natürlich genau in der Mitte, wir müssen halt beides machen, wir müssen dann den Sachverhalt aufklären und gleichzeitig ist es eben, da bin ich ganz bei Ross, also das, natürlich ist es extrem wichtig, dass gerade die Anwaltschaft überwacht, weil wir nämlich noch am besten, das glauben wir zumindest, wissen, welche Pflichten einzuhalten sind und welche Pflichten eben nicht einzuhalten sind und welches Verhalten im Gericht eben vielleicht sogar zu unserem Beruf gehört.
Gott. Also es ist schizophren, es ist schwierig, das beides unter einen Hut zu kriegen. Ja, das glaube ich auch. Also ich finde es ganz interessant, dass ich auch heute noch viel von Kolleginnen und Kollegen kontaktiert werde, die dann berufsrechtlichen Rat von mir haben wollen. Ich bin ja nicht mehr in der regionalen Rechtsanwaltskammer, sondern eben bei der BRAG. Ich gebe dann immer eine persönliche Einschätzung ab, sage aber ganz deutlich, ja, das wäre jetzt meine Meinung, wie das berufsrechtlich eben einzuordnen ist. Tu dir doch einen Gefallen und ruf deine Kammer an oder schreib deiner Kammer. Und ganz oft kriege ich dann als Reaktion, Steffi, echt? Meinst du, kann ich die jetzt einfach so anrufen? Soll ich dir einfach mal nachfragen? Ergibt es Sinn? Sag ich, ja, das ergibt absolut Sinn, weil nur da kriegst du eine belastbare und fundierte Auskunft. Und ich rate dann immer gern, und das finde ich ein bisschen witzig, weil das sind ja Anwaltskollegen, sage ich mal dazu, und mach doch bitte das, was du von Mandanten dir auch immer wünschst. Wend dich an die Kammer, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den viele nicht im Kopf haben. Vielleicht magst du das nochmal ein bisschen ausführen, warum es so wichtig ist, wenn ich am Horizont irgendwie ein berufsrechtliches Thema sehe und sei es nur eine Frage, warum ich dann sofort meine Kammer kontaktieren sollte. Ich sag mal so, kann man mit einem Standard darauf antworten, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Wenn ich tatsächlich ein Problem erkenne und mich das bewegt, dann ist der beste Weg, ich rufe meine Kammer an. Also ich gebe mal Beispiele, wo das tatsächlich ziemlich häufig vorkommt bei uns in der Kammer. Fälle von Interessenkollisionen. Ich sitze in meiner Kanzlei, ich denke drüber nach, habe so ein Empfinden, vielleicht so ein Grummeln. Ist das jetzt ein Interessenkollisionsfall? Kann ich das Ding machen oder nicht? Wen rufe ich an? Die Kammer. Da sitzen Leute, die machen das tagtäglich. Das sind Profis, die kann ich fragen. Ich kann den Sachverhalt schildern. Ich kriege in der Regel, das kann ich mit gutem Gewissen behaupten, am Telefon schon meine erste Einschätzung. Das hilft doch. Bevor ich einen Interessenkollisionsfall übernehme und hinterher habe ich den berufsrechtlichen Stress. Anderes Thema fällt mir auch ein, ist Verschwiegenheitspflicht. Was darf ich äußern? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, irgendwas zu äußern? Ich habe da ein Problem, können Sie mir helfen? Da wird den Leuten geholfen. Und manchmal höre ich Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, ich rufe mit einem Problem bei der Kammer an und schon habe ich die am Hals. Quatsch! Ne? Also wenn man sozusagen Angst hat davor, seine Kammer zu kontaktieren, weil man glaubt, die hauen gleich eine Sanktion raus, dann bin ich definitiv auf dem falschen Weg. Die Kammer ist für mich als Kollegin und Kollege eine Serviceeinheit. Und das muss ich kapieren und dann lege ich die Scheu ab und dann rufe ich die an und dann kriege ich eine vernünftige Antwort. Auch vielleicht kann man das ja nochmal so ganz, ganz deutlich betonen. Wenn ich zum Beispiel nicht weiß, darf ich ein Mandat annehmen, ist es eine Interessenkollision oder nicht, und ich frage dann bei meiner Kammer schriftlich an, wenn es ein komplizierter Fall ist, mache ich das besser schriftlich, dann kriege ich auch eine schriftliche Antwort. Ja, klar. Und das Gute ist, wenn mir das dann ein anderer Kollege vorwirft, die Antwort der Kammer bleibt bei der Kammer. Das heißt, ich werde doch aller Voraussicht nach dann eben hinterher keinen Ärger kriegen, weil ich meine Kammer eingebunden habe. Die hat eine Einschätzung abgegeben, ja. Und dann bin ich doch eigentlich safe. Ja, wir schießen uns nicht selbst ins Knie, so blöd können wir gar nicht sein, das ist richtig. Vera Oss hat eben schon ein bisschen gesagt, bei der Kammer haben sind sehr viele Interessenkollisionen, die so eingehen oder Anfragen zu Interessenkollisionen. Gibt es bei euch auch so ein paar Evergreens an berufsrechtlichen Themen? Gibt es irgendwelche Top 3? Ist das bei euch auch Interessenkollision? Ja, genau, ganz genau. Also es ist tatsächlich auch die häufigste Anfrage. Und ich muss eben auch sagen, davon wird auch viel Gebrauch gemacht. Ne? Und das zeigt, finde ich erfreulicherweise, auch die Sensibilität unserer Mitglieder, weil es ist ja auch eines der wichtigsten Punkte, weil es ist ja Interessenkollision, also ich darf nicht widerstreitende Interessen vertreten. Das ist ja eines der wichtigsten Berufspflichten, gerade auch um das Vertrauen in die Integrität und Unabhängigkeit der Anwaltschaft zu wahren. Und insofern ist es ganz interessant, dass da tatsächlich die meisten Anrufe kommen. Und ja, Anruf ist natürlich immer so eine Sache, also die erwarten dann eigentlich auch schon am Telefon dann ein Statement. Natürlich ist es oft so, dass man dann eben noch den Sachverhalt vielleicht doch ein bisschen genauer wissen sollte. Und eigentlich bin ich auch bei dir, dass es vielleicht sinnvoller wäre, das dann schriftlich zu haben. Gerade damit man es in der Akte hat. Ja. Ne? Genau wie du gesagt hast, ja, das sehe ich ganz genauso. Tätigkeitsverbote auch, wird stimmt, auch ja. Oft nachgefragt. Ja, ich glaube, das sind so wirklich die Top-Sachen. Manchmal auch solche Sachen wie Bürogemeinschaften oder Ähnliches. Aber das sind, glaube ich, schon die wichtigsten Anfragen immer wieder. Mhm.
Ich überlege gerade, Briefbögen hatte ich immer. Ich wird häufig um Rat gefragt. Ja. Wie ist das? Ist das jetzt vielleicht, also gerade von jungen Kollegen, Scheinselbstständigkeit, wie ist das jetzt, wenn ich da hier auf dem Briefbogen könnte mal gucken? Oder es sind Anfragen, wenn ein Partner ausgeschieden ist, darf ich meinen Briefbogen so noch so nennen? Darf ich den so beibehalten? Das sind häufige. Genau. Das würde mir jetzt einfallen. Wie gesagt, es wird viel gefragt, auch Gott sei Dank. Also da kann man sich nicht beschweren. Die Anwaltschaft weiß schon, dass sie sich auch an die Kammer wenden kann, auch wenn sie es vielleicht dann im nächsten Moment wieder vergessen haben. Was sind denn noch an Themen vorhanden, bei denen ihr unterstützt, jetzt über berufsrechtliche Anfragen, jetzt Interessenkollision hinaus? Was gibt es sonst noch so bei euch für Angebote? Das Erste, was mir spontan einfällt, wie beantwortet sich die Frage, wo kriege ich meinen Anwaltsausweis her? Bei der Kammer. Ne? Die Kammer führt Strafverteidigerlisten. Die Kammer führt Listen nach dem FAMFG. Das sind alles ganz bodenständige Tätigkeiten, aber da kann ich auch hinterlegen, dass ich mich zum Beispiel in eine Liste eintragen lasse, dass ich Pflichtverteidigung zu übernehmen bereit bin. Service. Was machen wir noch? Darüber hinaus, dass wir Anwaltsausweise ausstellen. Wir beraten, das haben wir jetzt ja intensiv besprochen, aber bei uns, und da kann ich jetzt wirklich sagen, es lohnt sich, Mitglied bei der Kammer Hamm zu werden. Ich kann das mit großem Selbstbewusstsein vortragen. Wir haben tatsächlich, das ist ja erwiesen, das breiteste Fortbildungsangebot für Kolleginnen und Kollegen in der Republik. Bei uns werden Seminare veranstaltet, jede Woche mehrere, wo Fachkompetenz sozusagen entwickelt und vertieft wird für die Kolleginnen und Kollegen zu einem Preis, den man auf dem sogenannten freien Markt nie erreichen wird. Also um es konkret zu machen, die Leute zahlen bei uns für ein fünfstündiges Seminar 90 Euro. Ne? Das ist ein Preis, mit dem können wir arbeiten, tatsächlich kostendeckend. Und wir bieten fachkundige Fortbildung. Und das ist das A und O für Anwältinnen und Anwälte, dass sie sozusagen ihre Kompetenz behalten und vertiefen. Und da bemühen wir uns maximal drum und da haben wir einen Riesenerfolg mit. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben 13.726 Mitglieder. Woher weiß ich das so genau? Ich wusste, dass die Frage kommt und habe mir das gestern sagen lassen. Du guckst jeden Tag nach, ne? Ich gucke nicht jeden Tag nach, aber gestern habe ich es mir sagen lassen. Es gehen 15.000 Leute im Jahr zu unseren Fortbildungen und wir lassen nur unsere Mitglieder zu. Da sieht man den Erfolg. Und das ist ein Angebot, da bin ich stolz drauf, dass das klappt. Da stehen wir konkurrenzlos da. Das ist super. Das ist super. Ja. Da können wir auch nicht mithalten, muss ich zugeben. Ja, ich glaube, das wichtige Stichwort ist kostendeckend. Also ihr macht ja keinen Gewinn damit und deswegen... Wir haben Steuern bezahlt im letzten Jahr dafür. Also wir haben tatsächlich mit den 90 Euro auch noch Gewinn gemacht. Ich habe vorhin noch gesagt, Steuerrecht mein Lieblingsthema. Ja, Steuerrecht ist ein schönes Thema. Ja. Und Datenschutz. Ich habe bei euch gesehen auf der Homepage, Vera, ihr habt einen eigenen Login-Bereich für Mitglieder. Ich komme da nicht rein. Ich bin ja kein Mitglied der Kammer Berlin. Tja, ich bin aber neugierig und habe versucht, ein bisschen zu recherchieren, habe ein paar Sachen gefunden, die es da gibt. Unter anderem gibt es ein Mitgliederforum. Was findet da Spannendes statt? Verpasse ich da vielleicht was? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Da ist schon so ein bisschen Servicebereich eben auch. Also das ist aber, glaube ich, dann doch nicht ganz so spannend, wie es jetzt klingt. Aber es gibt immerhin, also es gibt eben auch so einen Anzeigenmarkt, ja, dass man also eine Anzeige erstellen kann. Das Wichtigste ist aber eigentlich, dass man quasi seine eigenen Daten bearbeiten kann. Also es gibt eben eine Anwaltssuche auf unserer Homepage und dementsprechend kann man dann in den Mitgliederbereich sich einloggen und kann dann die Tätigkeitsgebiete, Fahranwaltschaften etc. dort selbst eintragen, Sprachkenntnisse etc. Das ist, kann man eben, also die Grunddaten werden von der Kammer eingepflegt und man selbst kann das also dann noch das aus seiner eigenen Sicht am wichtigsten, dann das Wichtigste dann noch ergänzen. Dann gibt es, das ist durchaus interessant für die Mitglieder, die also bis 2021 gab es die Durchwahlnummern von den Gerichten, also von Richtern und Richterinnen und Richtern und Staatsanwältinnen und Staatsanwälten etc. Da ist bloß, das ist leider ein großes Thema, da hat jetzt, ist dem Gericht dann aufgefallen, dem Kammergericht, dass da der Datenschutz dagegen steht. Und deswegen führen wir da gerade Diskussionen, ja, und Gespräche darüber, dass wir die wieder bekommen.
Ja, und dann eben auch die Pflichtverteidigerliste. Die ist bei uns eben so gestaltet, dass man da auch angeben kann, eben auch Sprachen etc. Das kann man da auch an. Das ist, glaube ich, ungefähr das Wichtigste, was so in dem Bereich. Also nicht ganz so spannend wie du jetzt da. Ich habe jetzt geheime Verteidigungsstrategien oder ähnliches irgendwie ausgetauscht. Das wäre natürlich schön. Ich finde es aber einen tollen Fortschritt im Vergleich zu früher, weil ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren wurde das dann immer noch, wenn es modern war, per Mail bei der Kammer eingereicht, welche Schwerpunkte man eintragen wollte, ja, oder per Brief oder per Fax. Spart also viel Arbeit und ich kann es auch unmittelbar beeinflussen. Ja, vor allen Dingen ändert es sich ja auch ab und zu mal. Also nicht nur, dass dann Fachanwaltstitel vielleicht dazukommt, sondern manchmal merkt man dann, ach, Gesellschaftsrecht mache ich eigentlich gar nicht mehr, sondern inzwischen das und das. Das lässt sich also alles sehr unkompliziert selbst bearbeiten. Das ist schon gut. Das finde ich sehr praktisch. Ich habe gesehen, bei euch gibt es auch noch einen sehr besonderen Service und da würde ich gerne mehr darüber erfahren, den Vertrauensanwalt. Den gibt es, glaube ich, in der Form wie bei euch nicht überall. Was ist seine Aufgabe? Wer kann sich an den wenden und was macht den so besonders? Ja, es ist was Besonderes. Ich weiß gar nicht, ob es den noch bei einer anderen Kammer gibt. Bei uns gibt es den jetzt seit, wenn ich nachdenke, 4 Jahren, 5 vielleicht. Was wollen wir damit? Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es gewisse Hemmnisse gibt manchmal bei Kolleginnen und Kollegen, sich an die Kammer zu wenden. Und natürlich gibt es Kolleginnen und Kollegen, die haben mitunter persönliche Probleme, die haben Probleme bei der Berufsausübung, haben da Fragen, die haben vielleicht aber auch wirtschaftliche Probleme. Und man hat natürlich Angst, sich mit einem wirtschaftlichen Problem an seine Kammer zu wenden, weil man vielleicht im Hinterkopf befürchtet, aha, wenn ich mich jetzt hier sozusagen ausziehe und die sehen das, dass ich vermögenslos bin, da müssen sie ja was machen, ne? Nämlich darüber nachdenken, ob die Zulassung widerrufen werden muss. Das ist gefährlich. Und wir wollten den Druck rausnehmen bei Leuten, wo vielleicht noch eine Lösung möglich ist, wenn die mal vernünftig beraten werden. Und dann haben wir die Institution des Vertrauensanwalts geschaffen. Das ist, bis jetzt hatten wir 2, einer ist ja gerade im Amt, einer hat es 4 Jahre lang gemacht. Das sind Leute, die berufspolitisch versiert sind, die gesettelt sind, die eine gut laufende Kanzlei haben, die viel Berufserfahrung haben und die keinerlei Funktionen haben in der Anwaltschaft. Keine. Die hatten sie vielleicht früher, also die beiden Vertrauensanwälte, die wir hatten bzw. haben, die waren auch beide mal Vorstandsmitglieder. Und die kann ich über die Homepage erreichen. Dann habe ich die Möglichkeit, dort meine Sorgen zu schildern, Hilfe zu erbitten. Der Kollege hört sich das an, der führt, so geht die Satzung, maximal 2 Beratungsgespräche mit dem Kandidaten oder der Kandidatin und der unterliegt einer kompletten Verschwiegenheitspflicht, selbstverständlich, auch und gerade gegenüber dem Vorstand der Kammer. Das heißt, die Kammer kriegt von der Sache nichts mit. Also diese Gefahr, womöglich nehmen die mir die Zulassung weg, weil ich jetzt nicht so gut gewirtschaftet habe, aber der Kollege holt mich da wieder raus, der gibt mir Tipps. Die Gefahr besteht nicht, real. Und dieses Angebot wird tatsächlich in Anspruch genommen. Der Vertrauensanwalt kommt einmal im Jahr in eine Vorstandssitzung und berichtet, selbstverständlich anonymisiert, über die von ihm betreuten Fälle. Und wir merken es natürlich auch an der Abrechnung, wenn der betreut hat, kriegt er eine, ehrlich gesagt, nicht erwähnenswerte Aufwandsentschädigung dafür. Das ist ein Ehrenamt. Ehrenamtlich. Da muss ich mal nachhaken. Wenn du sagst, er berichtet immer, konntest du feststellen, dass nach der Pandemie die Berichte ausführlicher ausgefallen sind? Also hat er da besonders viel Beratungsbedarf? Nein. Bleibt auf einem Level, so in der Regel, würde ich sagen. Das ist gut zu hören. Und jetzt muss ich gleichwohl die nächste Frage auch wieder an dich stellen, weil ich glaube, die ist bei dir ganz gut aufgehoben. Syndikus-Themen, inwieweit berät da die Kammer, in welchen Bereichen, bei welchen Fragen? Es gibt 2 Ebenen, wo wir mit Kolleginnen und Kollegen, die in Firmen arbeiten, zu tun haben. Das ist einmal, wenn die Syndikus-Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin werden wollen. Und einmal, wenn sich ihre Tätigkeit verändert. Fangen wir mit dem ersten an. Bei der Zulassung beraten wir die ganz intensiv, weil ich brauche ja nicht nur einen Arbeitsvertrag, sondern ich brauche eine möglichst detaillierte Tätigkeitsbeschreibung, um beurteilen zu können, ist das ein Job, der überhaupt die Zulassungsfähigkeit als Syndikusrechtsanwalt
oder Rechtsanwältin begründet. Und die Deutsche Rentenversicherung Bund, die ja dahinter steht, da ist ja das Einzige, was wirklich interessant ist an der Syndikus-Rechtsanwaltstätigkeit, komme ich ins Versorgungswerk oder zahle ich in die ungeliebte Deutsche Rentenversicherung ein? Das ist ja auch der Grund, warum das geschaffen worden ist, wenn man mal das auf den Kern zurückführt. Ist ein sozialrechtliches Problem, das wir berufsrechtlich lösen. So, die Deutsche Rentenversicherung Bund hat eine bestimmte Strategie, mit der sie gerne möchte, dass sie Beitragszahler gewinnt. Die kennen wir. Und deshalb reden wir mit den Kolleginnen und Kollegen, wenn wir in der Tätigkeitsbeschreibung etwas finden, was vielleicht die Deutsche Rentenversicherung Bund motivieren könnte, zu sagen, nee, der wird nicht Syndikusrechtsanwalt. Ne, der bleibt mal schön angestellter Anwalt in einer Firma, aber nicht als Syndikusrechtsanwalt und zahlt schön in die Deutsche Rentenversicherung ein und nicht in sein Versorgungswerk. In diesem Feld beraten wir. Ne? Also da werden intensive Gespräche mit den Kandidatinnen und Kandidaten geführt. Das hilft. Wer sie nicht helfen lassen will, okay, ne? Zahlt dann eben die DRV-Bund. Oder wir können ihn nicht zulassen. Das zweite Feld ist Erstreckung. Das ist das Stichwort dazu. Ich ändere meine Tätigkeit und da stellt sich die Frage, ändert sich was an meinem Status? Ist ja gefährlich, ne? Wenn er sich so ändert, dass ich nicht mehr ins Versorgungswerk einzahlen kann, weil meine Tätigkeit eine völlig andere ist, die nichts mit Anwaltstätigkeit zu tun hat. Ist meine Tätigkeit anwaltlich geprägt, ist immer die gute Frage. Mhm. Und die müssen wir auch prüfen. Und dann ändert er oder sie die Tätigkeit. Und dann ist die Frage, können wir eine Erstreckung aussprechen? Ja oder nein? Und auch da beraten wir und nehmen Kontakt auf und sprechen. Es klappt nicht immer, dass wir die Leute sozusagen halten können, aber wir geben uns Mühe. Eins muss man ja auch ganz offen bekennen, die sind doch unsere Mitglieder. Was zahlen die denn einen Kammerbeitrag? Findet das der Schatzmeister gut? Ja. Das entlastet ja letztlich alle Kollegen und Kolleginnen aus dem Kammerbezirk. Also ich glaube, da hat man schon gesehen, das ist ein wahnsinnig kompliziertes Thema und da ist es immer ganz gut, vielleicht mal sich an die Kammer zu wenden, zumal niemand so viel Erfahrungen gesammelt hat auf dem Gebiet wie die Kammern. Ich möchte noch auf ein Thema eingehen, das mir immer und immer wieder begegnet und von dem ich glaube, dass den Kammern oft recht wenig Verständnis entgegengebracht wird. Und ich gucke schon mal so ein bisschen in deine Richtung, Vera. Und zwar ist das das Thema Auskunft versus Verschwiegenheitspflicht. Das kenne ich auch noch aus eigener Erfahrung, vielleicht mal so zum Hintergrund. Es wird über jede Anwältin, jeden Anwalt in der jeweiligen Kammer eine Personalakte geführt. Da ist also heute oftmals digital, nicht mehr unbedingt Papier. Da befindet sich alles drin rund ums Zulassungsverfahren. Da sind natürlich, wenn es denn mal passiert, auch Beschwerdeverfahren drin. Jeder Anwalt hat ein Akteneinsichtsrecht in seine Personalakte. Mandantinnen und Mandanten und Presse haben das selbstverständlich nicht. Und wenn dann entsprechende Anfragen kommen zu laufenden Verfahren oder zu irgendwelchen Daten betreffend diesen Anwalt oder die Kollegin und man verweigert die dann zurecht, dann ist die Presse häufig nicht begeistert und auch die Mandantin und der Mandant nicht. Und deswegen glaube ich, ist es ein Thema, über das man vielleicht auch mal aufklären kann. Und ich weiß, ihr seid da ja auch immer wieder beschäftigt. Vielleicht magst du ja erst mal erklären, warum dürft ihr denn keine Auskünfte erteilen und wo ist die Grenze? Also was dürft ihr noch sagen, was nicht? Das ist genau schwierig. Aber also wir sind eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, also dementsprechend wie eine Behörde. Und ich glaube, das ist auch jedem, der eine Sekunde drüber nachdenkt, völlig klar. Und das erwartet man eben auch, dass die ganzen Informationen in der Kammer bleiben. Also alle Mitglieder des Vorstandes, alle Angestellten der Rechtsanwaltskammer unterliegen strengstens der Verschwiegenheitsverpflichtung nach 76 Brau. Also die dürfen nichts sagen, was sie während ihrer Tätigkeit über andere Personen erfahren haben. Und das muss ja jedem auch klar sein und das erwartet eben auch jeder. Und gleichzeitig gibt es natürlich manchmal schon Beschwerdeverfahren, die vielleicht öffentlichkeitswirksam sind oder die Kammer erfährt irgendwas, wo man denkt, na gut, wäre vielleicht ganz gut, wenn das andere Leute auch wüssten. Und da sind wir dann in der Zwickmühle, ab wann die Rechtsanwaltskammer als Behörde
vielleicht Auskunft geben kann oder sogar Auskunft geben muss. Und das ist wirklich sehr kompliziert und ist letztendlich eine Abwägung, eine Interessenabwägung. Weil natürlich logischerweise die Presse, das verfassungsgemäße Rechte, also insofern gibt es da natürlich auch Auskunftsrechte. Aber das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Das ist sehr schwierig und ich habe die Frage nicht ohne Grund an dich gerichtet, Vera. Es gab ein Thema, das euch bei der Kammer Berlin wirklich zu schaffen gemacht hat. Ich spiele an auf die Google-Fonds. Das hat ja viel für viel Aufsehen gesorgt, ist auch durch die gesamte Presse gegangen. Und das war auch so ein Problem, mit dem ihr konfrontiert wart. Was dürft ihr nicht? Und ich persönlich finde, ihr habt eine ziemlich coole Lösung gefunden. Vielleicht magst du mal erzählen, wie ihr es gelöst habt. Ja, genau. Erstmal, um es einzuleiten, das ist also. Da haben wir als Rechtsanwaltskammer eben immer mehr Beschwerden bekommen über einen Berliner Kollegen, der im sehr großen Stil andere Unternehmen, aber eben auch Mitglieder abgemahnt hat, wegen eines vermeintlichen Datenschutzverstoßes auf der Homepage. Also Google Fonts ist halt mit Amerika verbunden etc. Das war nicht zulässig und dadurch könnte ein Datenschutzverstoß begangen worden sein, also ein Verstoß gegen die allgemeinen Persönlichkeitsrechte. Und das war also an sich, konnte man zwar darüber streiten, aber das war dann schon richtig und naheliegend, aber durch unsere Information wurde deutlich, dass das in einem dermaßen großen Ausmaß erfolgte, dass das nicht richtig sein konnte. Also es lag sehr, sehr nahe, dass er also entweder diese Datenschutzverstöße und diese Verstöße gegen das allgemeine Persönlichkeitsrecht sozusagen selber provoziert hat. Und dadurch, dass es halt ein so hohes Ausmaß war, war auch relativ deutlich, dass wahrscheinlich es noch nicht mal provoziert war, sondern durch diese Webcrawler initiiert wurde. Und das war aber eben unsere Information. Das waren eben so viele Fälle, dass das dann naheliegend war, mussten wir dann erstmal prüfen und so, aber dann lag das schon ziemlich auf der Hand. Und wir waren in der Situation, wie können wir das nach außen tragen, ohne eben gegen unsere Verschwiegenheitsverpflichtung zu verstoßen. Und da war das dann so ein leichter Trick, dass das eben auch in den sozialen Netzwerken bekannt wurde. Und dann haben wir dann eben sind wir ein bisschen durch die Hintertür gegangen und haben eben dann mitgeteilt, dass es da einen Kollegen gibt und in den sozialen Netzwerken eben von 10.000, das waren dann letztendlich noch sehr viel mehr Fälle, die Rede ist. Und auf die Art und Weise haben wir dann eben dringend dazu geraten, dass man dann diesen Anspruch also einer Prüfung unterzieht. War so ein bisschen nebulös und also ehrlich gesagt, es hat funktioniert. Ich glaube, die Leute haben es begriffen. Aber Häme haben wir natürlich trotzdem bekommen. Warum denn die Kammer da nicht Ross und Reiter nennt und warum das da nicht deutlicher ist. Aber das war eben genau der Punkt. Das hätten wir nicht gekonnt, aus unserer Sicht zumindest. Dass solche Kritik kommt, glaube ich, da muss man dickes Fell haben. Ja. Ihr habt ja auch eine PE dazu rausgegeben, die verlinke ich mal in den Shownotes. Ich war ein großer Fan. Ich fand das eine sehr, sehr kluge und interessengerechte Lösung. Und anlässlich der 100. Folge kann ich mal was verraten. Ich habe dazu auch Presseanfragen bekommen. Ja. Selbstverständlich. Ich habe gesagt, kann ich nichts sagen, es kann man Berlin. Sehr gut. Von daher, ich habe noch eine Frage auf meinem Zettel. Ich habe aber eben gesehen, dass ähnliche Fragen dazu auch eingegangen sind. Deswegen vielleicht können wir das kombinieren. Hannes möchte gerne von beiden Präsis, ich finde es niedlich, ich sage auch immer gern Präsi, wissen, es schrumpfen viele Kammern. Glaubt ihr, dass es ein Nachwuchsproblem gibt oder schrumpft man sich gesund? Das ist seine erste Frage. Bitte guck ein bisschen auf die Uhr. Ehrlich gesagt, ist doch keine Glaubensfrage, ist eine Tatsache. Natürlich schrumpfen kann man. Wir haben im Moment noch einen Zuwachs, der ist dadurch begründet, dass durch eine Gesetzesänderung sich bestimmte Berufsausübungsgemeinschaften zulassen lassen müssen. Augenblicklich ist gerade so eine Welle. Und da die Berufsausübungsgesellschaften selbst als Rechtspersönlichkeit unser Mitglied werden, nicht nur die einzelnen Menschen, die da als Anwältin und Anwalt arbeiten, haben wir jetzt einen Zuwachs. Wir haben aber schon auf Hauptversammlungen gehört, da gab es ja umfangreiche Vorträge drüber, dass in vielen Bundesländern die Zulassungszahlen zurückgehen. Und ganz ehrlich, wir haben auf allen Ebenen Nachwuchsprobleme in der Anwaltschaft, bei den Fachangestellten. Überall gibt es Nachwuchsprobleme.
das ist unser Riesenthema, das wir schon angegangen sind, aber das wird uns für die mittlere Zukunft massiv beschäftigen. Ich glaube, so in die Richtung, wenn ich es richtig verstanden habe, ging die Frage, genau. Also eher Nachwuchsproblem oder hören einfach Kollegen auf, die sagen, ja, ist mir jetzt wirtschaftlich vielleicht. Nee, also ich kann mich nur anschließen. Also es ist, wir haben lange, lange Jahre davon gelebt, also in dem Glauben oder war es so, dass wir eigentlich zu viele Anwältinnen und Anwälte waren, dass es immer weiter gestiegen ist. Und jetzt ist es wichtig, dass wir den Schuss hören, weil jetzt dreht es sich eben um. Völlig richtig, Berlin ist auch noch gerade so am Wachsen, aber auch eigentlich durch verschiedene, also bereinigte Zahlen sinken wir auch. Und in Mecklenburg-Vorpommern oder ähnliches ist es katastrophal. Und man merkt es auch schon in Berlin, man merkt es überall, die Kanzleien finden keinen Nachwuchs mehr. Von Renos möchte ich gar nicht sprechen. Wir laufen da in ein großes Problem rein und vor allen Dingen zieht die Justiz die qualifizierten Juristinnen und Juristen ab. Also insofern, das ist eben auch noch ein großes Problem, dass wir dann letztendlich sozusagen daran anknüpfen. Ehrlich gesagt, wenn ich eben noch ergänzen darf, die ziehen auch unsere Fachangestellten ab. Ja, aus den richtig, Schulen. Völlig richtig. Ne? Die Leute, genau. Die fertig sind, auf den Berufsmessen, die dann anschließend sind oder sogar bei der Abschlussfeier der Berufsschule, da steht die Polizei, das Finanzamt und so weiter. Nicht um die Polizei, die zu verhaften, sondern die in den Beruf zu kriegen. Ne? Also das ist ein Riesenproblem. Daran anknüpfend an die Nachwuchsprobleme möchte Paula gern wissen, was macht ihr denn, um diese Nachwuchsprobleme aktiv zu bekämpfen? Was macht ihr? Also wir haben einen Ausschuss gebildet. Das ist mal die beste Antwort. Nein, tatsächlich beschäftigen wir uns sehr, sehr intensiv damit. Also wir wollen unsere Öffentlichkeitsarbeit verbessern. Wir müssen da auch, habe ich ja schon gesagt, da ist ein bisschen Luft nach oben. Wir müssen da moderner werden. Wir müssen, glaube ich, an die Schulen. Ja, wir müssen ganz unten schon bei der Wurzel anfangen und also ich finde, der juristische Beruf ist hervorragend, der Anwaltsberuf ist der beste der Welt. Das müssen wir vermitteln und zwar so früh wie möglich. Wir müssen auf die Messen, es ist sehr vielschichtig, weil es eben eine neue Generation ist und die haben andere Interessen, also das Work-Life-Balance spielt eine viel größere Rolle, Familientauglichkeit des Berufs, auch das muss sich verbessern, also beispielsweise in den Großkanzleien, ja, es muss halt viel mehr Teilzeit eben auch angeboten werden, also ich glaube, es ist sehr, sehr vielschichtig und man muss an die verschiedensten Themen rangehen, also man muss definitiv den Beruf der Anwältin und des Anwalts attraktiver machen und wie gesagt, Öffentlichkeitsarbeit gehört dann eben auch dazu. Zum Beispiel diesen Podcast hören. Wir machen ja ganz viele Folgen für Refas, für Studenten. Ich muss noch ein bisschen Werbung für Ihre Kam machen, wenn du gestattest. Darfst du? Weil das explodiert nachher. Wir haben uns diesem Ausbildungsproblem gewidmet, also Fachpersonal auszubilden. Wir haben nicht einen Ausschuss gegründet, Vera, sondern wir haben tatsächlich eine Volljuristin eingestellt, die haben wir zur Ausbildungsbeauftragten ernannt. Ja. Also die kümmert sich professionell um das Thema Auszubildende. Und wir haben gelernt, dass wir als Anwältinnen und Anwälte zwar alles können, aber wir können vielleicht doch nicht so den direkten Zugang zu den Auszubildenden und dem Ausbildungsmarkt, will ich jetzt mal sagen, finden. Wir haben bereits eine professionelle Agentur eingekauft, die jetzt Werbung für den Ausbildungsberuf macht in unserem Bezirk. Und das große Vorbild für uns war, das kann man an der Stelle auch loben, die Oldenburger Kammer, die das auch schon mal gemacht hat, die das präsentiert hat. Das hat uns total überzeugt. Wir haben uns die Agentur jetzt auch gekauft. Wir müssen was machen, sonst gehen wir unter mit den Kanzleien. Bis ihr was habt, könnt ihr unseren Podcast verlinken auf eurer Seite. So war nicht geschehen. Ich habe noch eine zweite Frage von Hannes. Die möchte ich auch noch ganz gern stellen. Besteht eigentlich noch Interesse der nachkommenden Generation an der Mitwirkung im Vorstand? Vielleicht wollt ihr da ganz kurz ein, zwei Takte zu sagen und vielleicht die Gelegenheit nutzen,
mal Werbung für die Kammerversammlung machen, weil wir brauchen ja nicht nur mehr junges Gemüse im Vorstand, sondern es wäre ja ganz schön, wenn die Kolleginnen und Kollegen auch mal die Kammerversammlung besuchen. Vera. Kammerversammlung, ganz genau, ganz, ganz wichtig. Also in Berlin sind die Zahlen da immer gar nicht so schlecht, aber trotzdem ist es halt relativ, es kommen immer noch viel zu wenig zu den Kammerversammlungen. Und das ist halt einfach der Ort, wo man auch den Vorstand mal kennenlernt, mit dem ins Gespräch kommt, Anregungen geben kann, Kritik üben kann, Anträge stellen kann, etc. etc. Und also wir arbeiten da auch mal sehr dran. Wir haben immer auch nach jeder Kammerversammlung ein Kammerfest mit DJ und allem. Das kommt auch sehr gut an. Aber die ursprüngliche Frage, ja, also wir sind auch ein sehr junger Vorstand. Wir freuen uns, also unser jüngstes Kammermitglied ist auch wenige Monate nach den notwendigen 5 Jahren zugelassen. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also es ist sehr schön, wenn sich viele für den Vorstand bewerben, auch damit es dann eine Wahl gibt bei der Wahl. Und wir waren da mal ganz gut aufgestellt. Also das ist wichtig, bitte, bitte unbedingt. Und es macht unheimlich Spaß. Also wirklich im Vorstand zu arbeiten, macht absolut Spaß. Die sind ja alle total nett, sieht man ja heute. Ja. Ja. Magst du noch was ergänzen? Ja, ich sag mal so, du hast ja schon das Vorurteil abserviert in der Anmoderation, das seien alles ältere weiße Herren. Ich repräsentiere nun diese Gruppe. Es gibt aber auch noch andere Gruppen im Vorstand. Und ich glaube, wir haben eine sehr gute Mischung in Hamm. Es spricht nie was dagegen, dass Jüngere in diesen Vorstand kommen. Das versuchen wir zu fördern. Wir versuchen auch Kandidatinnen und Kandidaten gezielt anzusprechen, die sich schon mal gezeigt haben auf einer Kammerversammlung beispielsweise. Und bei der Kammerversammlung, da muss ich allen sagen, Leute, kommt dahin, da geht's, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da redet man deutlich, da geht's um die Kohle. Ne? Da ist der Kammerhaushalt, da wird entschieden, wie hoch ist der Beitrag, da wird entschieden, was machen wir mit dem Geld, das die Kolleginnen und Kollegen einzahlen, was dürfen wir damit machen. Das ist eine absolut entscheidende Sitzung, da muss ich hin, wenn ich mich ernsthaft für meinen Beruf interessiere und engagiere. Und man bekommt eben auch mal mit, was die Kammer tut. Also das hat man jetzt ja auch schon ein paar Mal gesagt, das wissen viele halt gar nicht. Auf der Kammerversammlung erfährt man es. Ja, und ich kann ja aktiv mitgestalten. Das werden ja auch politische Weichenstellungen vorgenommen. Und ich kann ja meine Stimme einsetzen, die ich habe als Kammermitglied. Das war jetzt nochmal so ein kleines Werbepaket für die Kammerversammlung. Und abgesehen davon, ich habe noch nie eine Kammerversammlung, ich habe viele besucht, noch nie eine erlebt, wo es schlechtes Essen gab. Das vielleicht nochmal so als kleinen Push hinterher. Wir sind fast schon wieder am Schluss. Ich will aber immer am Ende gern noch was fürs Herz. Um mal zu zeigen, wie schön die, das ist nicht der wir echte Countdown. Wir sind schon bei der Null. Ja, ich habe nicht den echten Countdown gestellt. Bin ja ein Profi. Damit man mal so ein bisschen sieht, was für schöne Momente das Ehrenamt auch mit sich bringt. Euer schönster Moment als Kammerpräsidentin, als Kammerpräsident. Vera, du zuerst. Oh Gott. Ja, ich bin seit März Präsidentin. Insofern wahrscheinlich müsste ich sagen, meine Wahl. ja, aber gut, vielleicht das noch nicht. Ich glaube, es war tatsächlich, und das klingt mindestens genauso bizarr, die Verabschiedung meines Vorgängers. Also das war, das klingt jetzt ganz falsch, aber es ist wirklich ernst gemeint. Das war für uns alle sehr traurig und wir haben einen Empfang zu seinen Ehren gemacht. Du warst auch da, Steffi. Das war ein super schöner, also das war auch für mich ein schöner Moment. Und ich glaube, das Wobei, das klingt jetzt auch wieder falsch. Nicht schön, weil ich ihn verabschiedet habe, sondern es war einfach ein sehr schöner Abend. Ja. Von daher, dein schönster Moment? Ich darf das schon ein bisschen länger machen. Der schönste Moment ist aber einer, der ganz aktuell war. Ich glaube, das ist jetzt 2 Wochen her. Wir haben eine Personalversammlung und da ist der Dienststellenleiter, das muss man sich mal vorstellen, ne? Ich übe einen freien Beruf aus, ne? Mit ganzem Herzen. Und was die Angestellten der Kammer angeht, bin ich der Dienststellenleiter. So steht das im Landespersonalvertretungsgesetz und wir haben auch einen Personalrat. So, Betriebsversammlung, da rede ich, da darf ich dran teilnehmen, da wird diskutiert. Und ich versuche mir immer für das Ende der Betriebsversammlung was auszudenken, wo die Leute Spaß dran haben.
Und ich habe einen Eiswagen bestellt, ne, vor 14 Tagen. Am Ende der Kammerversammlung fuhr einer vor mit einem Eiswagen und hat Eis für alle gegeben. Das fand ich eine gute Idee, die ist auch gut angekommen. Das war aber nicht der schönste Moment in meinem Präsidentenleben, sondern dann hatten alle Eis und dann umringte mich so eine Gruppe von, ich sage jetzt mal, Angestellten, die schon sehr lange dabei sind. Und dann hat eine Frau, der hatte ich ein paar Wochen vorher eine Urkunde gegeben für 45 Jahre Tätigkeit bei der Kammer. Die hat da schon ihre Lehre gemacht und ist heute noch da. Die haben mit mir gesprochen, haben mir vermittelt, dass sie es gut finden, wie ich es mache in Bezug auf das Personal. Und dann hat diese Frau gesagt, Herr Otto, ich bin jetzt 45 Jahre hier. Seitdem Sie Präsident sind, macht es mir am meisten Spaß. Und das hat mich berührt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich so gut, dass die Frau das gesagt hat. Ich habe mich richtig gut gefühlt. Ne? Und deshalb kann ich mit vollem Herzen sagen, das war der schönste Moment, seitdem ich Präsident bin. Das kann ich verstehen. Das ist echt was fürs Herz. Und ich wäre gerade massiv unzufrieden. Wir hatten hier noch nie einen Eiswagen. Liebe Grüße an meinen Präsidenten. Ich fürchte, das war es jetzt wirklich. Wir sind am Ende unserer Zeit. Wie immer noch ein Wort an die Zuhörer und Zuschauer zu Hause. Und ja, Zuschauer, da muss ich mich noch dran gewöhnen, weil das wird man ja tatsächlich auf YouTube sehen können. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht_interessant. Werft einen Blick in Brack-Mitteilung und Brack-Magazin, beides digital. Und wenn ihr mehr über die Kammern erfahren wollt, werft einen Blick in die Shownotes. Da habe ich euch ganz viel zusammengestellt. Liebe Vera, lieber Oss, ich danke euch sehr, danke dir, dass ihr heute dieses Jubiläum mit ein wenig Kammerflair aufgepeppt habt. Ihr habt Gesicht gezeigt für eure Kammern und ich hatte sehr viel Spaß. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Danke.